Treppen sind ein komplexes Thema in der Architekturplanung. Die Konstruktion von Treppen in einem BIM-Modell sind genauso eine große Herausforderung. Und ich will heute mal über das Thema sprechen, wie eigentlich ein Kernproblem des Ganzen, nämlich eine korrekte Grundrissdarstellung, die man daraus ableiten kann, aussehen muss. Wir haben jetzt hier zwei Treppen und wir haben drei Geschosse. Das heißt, zwei physikalisch vorhandene Treppen sind in drei Grundrissen zu sehen, und zwar auf jeweils unterschiedliche Weise. Grundrisse sind Horizontalschnitte. Die Höhe dieser Schnittebene liegt auf 1 Meter im Normalfall. Unter Dokumentation Grundrissschnittebene kann man das auch sehen, 1 Meter. Und im Regelfall sieht man also das, was unterhalb dieser Schnittebene liegt. Drei Grundrisse, zwei Treppen. Im Erdgeschoss sehe ich nur den unteren Teil der Treppe wirklich, weil der unterhalb der Grundrisse Schnittebene liegt und den Rest würde ich eigentlich gar nicht sehen. Allerdings, weil es dadurch besser lesbar wird, zeigt man den Teil der Treppe in der Regel doch als sogenannte Untersicht, sodass man immer sehen kann, bis wohin diese Treppe eigentlich geht, auch wenn man sie nicht sieht. Dann kommt ein Normalgeschoss, also das Geschoss, was auch häufig mehrmals dann vorkommt, wo man immer den Teil der Treppe sieht, der in dem aktuellen Geschoss hochgeht, bis zu dieser Grundrissschnittebene. Da kommt dann dieses Bruchsymbol und rechts davon sieht man immer die Treppe, die von unten nach oben kommt. Beides wird mit durchgezogenen Linien gezeichnet. Im Erdgeschoss hat man früher bei solchen Untersichten, also Dingen, die über der Schnittebene liegen, Punktlinien verwendet. Heute nimmt man dazu eher Strichlinien. Im obersten Geschoss, also da, wo keine Treppe mehr vorhanden ist, sieht man nur noch auf eine Treppe drauf, und zwar auf die höchstliegende Treppe. Das heißt, man sieht also einen kompletten Treppenlauf durchgezogen. Das ist das Normalbild. Wie gesagt, das mittlere kann häufiger vorkommen, je nachdem, wie hoch mein Gebäude ist und wie viele Geschosse das hat. Es gibt dann immer diesen Spezialfall des untersten Geschosses und des obersten Geschosses und dazwischen eben eine Anzahl von x dieser Normalgeschosse. Das ist übrigens auch in diversen Normen geregelt, unter anderem auch in der DIN 1356 zur Zeichentechnik. Und jetzt ist die Frage, wie kann man in Archicad das Treppenwerkzeug so benutzen, dass man diese korrekten Treppendarstellungen sieht. Ich werde jetzt eine Treppe mit den Voreinstellungen zeichnen. Das heißt, es geht mir gar nicht um die Geometrie, das Steigungsverhältnis und so weiter. Wichtig ist nur, dass ich im Erdgeschoss bin und dass ich jetzt eine Treppe zeichne, eine ganz normale einläufige Treppe. Diese Treppe sieht dann so aus. Und was man jetzt schon sehen kann, als allererstes, dass diese Treppe im Erdgeschoss im Prinzip richtig dargestellt ist. Links der Teil, auf den ich drauf schaue, und dann rechts der Teil, auf den ich nicht mehr drauf schauen kann, weil er oberhalb der Schnittebene liegt, den ich aber als Untersicht trotzdem der Vollständigkeit halber zeichne. Die Lauflinie mit dem Antrittssymbol und dem Austrittssymbol ist auch zu sehen, einmal durchgezogen, einmal gestrichelt. Wenn ich jetzt mit STRG 6 nach oben wechsle, dann sehe ich schon, dass es hier nicht mehr stimmt. Hier müsste ich also bei einer vorhandenen Treppe einen durchgezogenen Lauf sehen mit lauter durchgezogenen Linien. Da muss ich also gleich was tun. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich gerne kosmetische Änderungen vornehmen, damit es ein bisschen deutlicher wird, um was es mir eigentlich geht. Es geht nämlich nicht um die Korrektheit der Beschriftung. Da ist jetzt die Frage, wie kann man die Beschriftung an- und ausschalten? Wenn man das vergrößert, sieht man, hier steht, wie viel Steigung das Ding hat und die Steigungen sind auch nummeriert. Ich kann jetzt diese Beschriftung abschalten auf der Ebene meiner Treppeneinstellung. Dort sehe ich unter Grundrissdarstellung für das Grundrisssymbol, denn das ist das, worum es jetzt geht. Die Grundrissdarstellung heißt hier in diesem Einstellungsfenster Grundrisssymbol. Dort kann ich jetzt bestimmte Dinge an- und ausschalten, unter anderem Beschriftung auf als Abwerkstext und Nummerierung. Wie man sieht, ist es hier ausgegraut, weil es global geregelt ist, in diesem Fall über die Modelldarstellungsoptionen. Ich gehe also zu den Modelldarstellungsoptionen. Das ist hier unten zu erreichen zum Beispiel. Ich habe im Moment die Modelldarstellungsvariante Beispiel Ausführungsplanung im Einsatz. Dort kann ich jetzt bei den Treppenoptionen einstellen, dass ich bestimmte Dinge nicht sehen möchte, nämlich genau diesen Textkram. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle, es gibt ein Video von mir zum Thema Modelldarstellung. Welche Rolle spielt die eigentlich? Vereinfacht gesagt, regelt die Modelldarstellung global die Detaillierung von Elementen in meinem Projekt, sodass ich das nicht auf der Elementebene regeln muss. Noch ein Hinweis: Das Treppensymbol kann sowohl in der Draufsicht als auch in der Untersicht gezeigt werden, global im Projekt. Das kann ich hier einstellen und ändern. Deckenspiegelanzeige oder Grundrissdarstellung. Ich lasse es jetzt natürlich bei der Grundrissdarstellung, denn das ist das, was uns jetzt interessiert. Wenn ich jetzt auf OK klicke, ist sozusagen global für das Projekt eingestellt, dass diese Beschriftung bei Treppen nicht mehr erfolgt. Eine andere Sache, die auch kosmetischer Natur ist, ich möchte gerne die Treppen einfärben. Ich möchte gerne unterscheiden können, wenn ich gleich eine zweite Treppe einfüge, welche die untere und welche die obere ist. Ich gehe jetzt auf die Treppeneinstellungen und stelle jetzt bei der Grundrissdarstellung unter Grundrisssymbolüberschreibung ein, dass ich die
Objektstifte überschreiben will mit einer Farbe, in diesem Fall nämlich Rot. Und damit ich für die Schnittdarstellung, ich werde gleich noch einen Schnitt einfügen, auch diese rote Farbe habe, muss ich auf Laufmassiv gehen und dort unter Massive Komponenteneinstellungen sagen, dass ich dort für den Konturlinienstift gerne die Farbe Rot auch wieder hätte, sodass ich dann also auch den Schnitt rot dargestellt sehe. Ich kann jetzt hier also sehen, im Grundriss ist schon mal alles rot. Jetzt zeichne ich noch eine Schnittlinie dadurch. Und da sehe ich die Treppe in Rot geschnitten, im EG. Jetzt geht es aber ums Eigentliche. Ich möchte ganz gerne, dass diese Treppe im Ursprungsgeschoss, also im Erdgeschoss, so dargestellt bleibt. Und ich möchte gerne, dass sie im Geschoss darüber richtig dargestellt wird. Folgendes, ich klicke diese Treppe an und gehe zu den Einstellungen dieser Treppe. Und jetzt geht es nur um diesen Teil Grundrissdarstellung. Man sieht hier ArchiCAD 22 die Treppeneinstellung gegliedert in Struktur, Grundrissdarstellung und Deckenspiegeldarstellung. Deckenspiegel interessiert mich nicht. Struktur, das heißt die Bauweise und die Geometrie der Treppe auch nicht. Was mich jetzt nur interessiert, ist die Grundrissdarstellung, nur der oberste Teil, nämlich die Frage, in welchen Grundrissen sehe ich die Treppe und wie sehe ich sie dann in diesen Grundrissen. Und die erste Frage ist also dementsprechend, wo sehe ich überhaupt die Treppe? Das kann man ja bei ArchiCAD für alle Bauelemente immer einstellen. Es gibt das Geschoss, in dem etwas gebaut wurde, also das sogenannte Ursprungsgeschoss, und dann ist immer noch die Möglichkeit, das auch in anderen Geschossen zu sehen. In diesem Fall steht dort in allen relevanten Geschossen und ein Geschoss darüber. Relevante Geschosse sind alle Geschosse, in denen die Treppe physikalisch vorhanden ist. Das bedeutet konkret, wenn ich mir den Schnitt angucke, das Geschoss, in das die Treppe hineinragt. In diesem Fall ist es nur das Erdgeschoss, deswegen ist die Einstellung in allen relevanten Geschossen gleichzusetzen mit der Einstellung im Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darüber. Ich mache das jetzt auch, weil das ein bisschen deutlicher wird dadurch. Jetzt gibt es darunter eine Liste, in der steht jetzt genau das, was ich hier oben eingestellt habe, wird dann hier im Einzelnen aufgelistet. Also das relevante Geschoss, das wäre das Ursprungsgeschoss und das Geschoss darüber. Und ich kann jetzt Einstellungen vornehmen für das Geschoss darüber und für das Ursprungsgeschoss. Bleiben wir mal bei dem Ursprungsgeschoss. Da steht mit Bruchsymbol sichtbar verdeckt. Das ist das, was ich haben möchte. Verdeckt heißt in diesem Fall über der Schnittebene liegend. Und da sieht man die anderen Varianten, die allesamt nicht passen. In diesem Fall passt sozusagen genau diese. Im Geschoss darüber, da hatte ich ja das Problem, dass es nicht richtig aussah. Man sieht es auch hier nochmal in der Vorschau. Da möchte ich gerne in diesem Fall erstmal kein Bruchsymbol und sichtbar haben, weil ich habe im Moment nur eine Treppe und die möchte ich gerne im Geschoss darüber auch ganz sehen. So sieht das dann aus. Jetzt habe ich also im Erdgeschoss immer noch diese Darstellung und im Geschoss darüber die richtige andere Darstellung. Jetzt möchte ich aber gerne ins Erdgeschoss zurückgehen und diese Treppe kopieren ins erste Obergeschoss, weil die Herausforderung war ja jetzt, zwei Treppen zu haben übereinander und zu sehen, wie die dann da so interagieren, darstellungsmäßig. Also Steuerung C, eine Etage höher, Steuerung 6 und Steuerung V. Jetzt habe ich also zwei Treppen. Ich bin jetzt im ersten Obergeschoss. Wenn ich die Treppe jetzt anklicke, habe ich auch die Treppe vom ersten Obergeschoss. Hier steht es, Ursprungsgeschoss, erstes OG. Als allererstes färbe ich die auch wieder ein. Ja, das ist ja das, was ich machen wollte, damit es deutlicher wird. Grundrisssymbol Überschreibung, blau. Und ich mache es auch für die Schnitterstellung, Laufmassiv. Massive Komponenteneinstellung, da ist hier statt Rot eben auch blau. Jetzt habe ich also hier schon mal eine blaue Treppe. Ich gucke mir das erstmal im Schnitt an. So ist also die Situation, blau oben, rot unten. Und jetzt war im Erdgeschoss ja die Treppe schon richtig dargestellt, links sichtbar, rechts Untersicht. Und die kritischen Geschosse sind jetzt erstes OG und zweites OG. Deswegen bin ich jetzt im ersten OG. Da sehe ich jetzt vor allen Dingen die blaue Treppe. Ich müsste aber rechts die rote Treppe sehen und links die blaue Treppe. Und wie mache ich das jetzt? Ich klicke hier auf diese blaue Treppe. Ja, so nenne ich sie jetzt mal. Erstes Obergeschoss, Treppeneinstellung. Dann gehe ich auch wieder auf die Grundrisseinstellung. So, da sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Ich möchte auch diese im Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darüber darstellen. Der Teil stimmt. Aber ich möchte gerne, dass sie im relevanten Geschoss, also im Ursprungsgeschoss, dass es dann nur eine Darstellung unterhalb des Bruchsymbols gibt. Das würde bedeuten, dass ich jetzt im ersten OG schon rechts die Treppe vom Untergeschoss sehe, die da hochkommt. Wir sehen schon, dass es hier noch ein kleines Darstellungsproblem gibt. Da kommen wir dann gleich dazu. Und im Geschoss drüber, im zweiten OG, sehe ich die blaue Treppe komplett. Das heißt also, im zweiten Obergeschoss gibt es kein Problem, da ist alles schon richtig. Und im untersten, im EG, gibt es auch kein Problem. Wir haben aber noch im ersten OG das Problem, dass wir hier keine zweite Bruchlinie haben für die
Treppe, die von unten hochkommt. Und das wiederum ändere ich jetzt. Ich gehe mal ins EG runter, um sie dort auszuwählen. Gehe jetzt nochmal zu meinen Treppeneinstellungen. Die Einstellung für das obere Geschoss hatte ich ja zunächst mal so vorgenommen, als ob es diese Treppe nur alleine gäbe, nämlich komplett ohne Bruchsymbol sichtbar. Ich muss einstellen, dass sie über dem Bruchsymbol sichtbar ist, denn das bedeutet, dass sie über dem Bruchsymbol der Obergeschosstreppe komplett zu sehen ist. Im Obergeschoss sehe ich links aktuelle Obergeschosstreppe, rechts die Treppe, auf die ich drauf schaue. Jetzt gibt es noch ein Restproblem. Ich habe hier ein Antrittssymbol, was ich nicht haben möchte an der Stelle, denn da ist kein Antritt. Ich gehe also nochmal runter ins Erdgeschoss, wähle diese Treppe nochmal aus. Eine letzte Einstellung und dann bin ich fertig. Die Treppe hat Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem auch für die Lauflinie. Und dort wiederum gibt es hier die Möglichkeit, umzuschalten zwischen Austrittssymbol, Antrittssymbol und der Darstellung. Man kann auch hier direkt draufklicken und es dann sehen. Ich gehe also auf die Einstellung für das Antrittssymbol und da gibt es die Option Antrittssymbol am Bruchsymbol ausblenden und das brauche ich nur anzuklicken und dann auf OK und dann ist das Thema auch erledigt. Jetzt ist in dem Obergeschoss, wo ich die Aufsicht auf die Erdgeschosstreppe habe, das Antrittssymbol verschwunden. Also nochmal, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, zweites Obergeschoss, lauter korrekte Darstellung mit zwei Treppen. Also nicht weiter kompliziert, man muss es nur beachten und dann hat man eine diengerechte Darstellung einer Normaltreppe.